heiße Altea und ich komme aus Kongo und aus der Schweiz. Sehr gut. Und woher kommst du? Aus der Karibik und ich heiße Toya. Ja, ich war im Internet und habe halt gesehen, dass verschiedene Kulturen dabei hat. Nachher ich denke, ich gehe auch mal dort an, schauen, wie es ist. Nachher hat es mir gefallen. Also, sie haben ein Musical gehabt und dort bin ich hergegangen, es hat Queen Leonie geheißen und ich habe das dann geschaut und nach der Show bin ich zu meinem Vater gegangen und habe einfach gesagt, wow, ich will auch dort hergehen. Ich heiße Khadija und ich komme aus Jamaika und der Schweiz. Ich bin Sahara, ich komme aus der Türkei, aus Togo und aus der Schweiz. Also ich bin Chiara, komme aus Kamerun und aus der Schweiz. Ich bin gerade dazugekommen und ich finde es eigentlich, dass es recht Spass macht. Am jeden Samstag geht man trainieren. Mir macht am meisten das Tanzen Spass. Ich tanze mega gerne. Da fühlt man sich einfach frei. Ja, das mache ich am liebsten. Ja, mir macht am meisten Spass Tanzen und Trommeln. Ja. So. Wir müssen ja immer Armstrecken, Knie gehen. Das mache ich halt manchmal nicht. Aber das kann ich schnell manchmal wieder. Aber sonst, es macht mega Spass. Jetzt gerade nach dem Auftritt, ich bin überglücklich. Ich muss sagen, für eine Premiere, weil das war wirklich das allererste Mal, dass wir es vor Publikum mit Kostümen, mit Masken, mit alles drum dran und auch das erste Mal, dass wir alle zusammen waren. Weil es ist sehr schwierig, so eine große Produktion zu haben mit Kindern, mit professionellen Trommlern, mit Tänzern und Sängern. Die Sänger konnten nie mit uns proben. Weil wir immer am Samstagmorgen proben und die arbeiten zum Teil. Die wohnen in Biel oder in Winterthur oder so. Und wir konnten nie zusammen proben. Und die erste gemeinsame Probe mit allen zusammen war heute Morgen. Angefangen hat es vor 15 Jahren, wegen meiner Tochter.
Sie saß immer vor dem Fernsehen. Ich habe mal gedacht, hör doch auf, immer vor dem Fernsehen zu sitzen. Ich habe mal afrikanische Musik getan und sie hat sich bewegt. Und dann habe ich gedacht, okay, es gefällt dir. Dann habe ich es wiederholt. Und dann ein paar Male hat sie Freundinnen zu Hause gehabt. Und dann habe ich gesagt, machen wir. Und sie so, ja, okay. Die Freundinnen haben mitgemacht. Und so langsam ist das Projekt entstanden, wo ich gedacht habe, diese Kinder brauchen einen Teil von ihrer afrikanischen Kultur. Und die meisten Freundinnen von meiner Tochter Joa lebten bei alleinerziehenden Müttern. Und es fehlte den afrikanischen Teil, das afrikanische Teil. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich mache mal ein Projekt für 6 Monate und schaue mal, was es ist, was es gibt. Und wir haben 6 Monate gemacht mit einer Show am Schluss, mit Lektionen, in kleinen Räumlichkeiten. Nachher sind Trommler dazu gekommen. Plötzlich sind innerhalb von 6 Monaten von 6 Kindern 20 Kinder geworden. Dass wir hier heute in Wolfhalden die Premiere haben, sie ist sehr speziell natürlich, ja. Ja, dass sie alle applaudiert haben und wirklich emotional geworden sind, das berührt mich sehr. Ich finde das wirklich schön, da muss ich sagen, Mission accomplished.